Man hat zwei grundverschiedene Sachen. Für die Stock Options, da teilen wir die Meinung von der Regierung, dass das kein Instrument, das wir den einfach so aufschärfen. Wir sind als Lützeburger Platz eine Konkurrenz mit ganz vielen anderen Plätzen. Sie wird am Hightech, sie wird am Digitalen, sie wird an der Fangenindustrie, wo man ganz einfach gewissen Talente nicht können, auf Lützeburg kreieren, weil man den dort Moyen nicht tun. Wir teilen allerdings auch die Analyse von Gilles Roth, dass es zu Abühe kommt. Notamment, was Stock Options nicht gigi sind, ob DAX hier von der Firma, die ein Employeur wäre, mehr ob DAX oder ob sonst irgendwelche Indexen, dass hier statt freiem Firmenundele als eine Erdremuneration bezahlt werden und die für Männer fiskalisiert wie normale Lohn. Das darf nicht sein, den Abü soll aufgeschärft gehen. Aber gleichzeitig soll das Instrument nicht futti machen, und ein Employer soll können auch weiterhin gewissen führend Kraft mit Aktien von seinem eigenen Betrieb remunerieren. Dafür stimmen wir die dritte Motion nicht mit als RDR. Dann über die Fissen, wo schon ganz viel Tint geflossen ist, auch ganz viel Wert fließen. Wir haben die Motion mit unterschrieben, aber ich denke, sie hört aber trotzdem nach immer einen falschen Aussatz. An dieser Motion wird geschwert, dass Resident Luxembourgeois sollen besteuert gehen, ob Benefizier von Location und Vente de Bien Immobilier situé au Luxembourg. Ich denke, das geht nicht weit genug. Ich denke, alle Fonds d'Investissement Spécial soll Verbote kriegen. Für Operationen kommerziell und territoire vom Grand-Duché zu machen, was immobile Spekulation oder was Benefiz der Promotion angeht. Die sollen besteuert geben wie bei allen normalen Firmen. Wo ich gar nicht d'accord bin, als Timeline von der Regierung zu sagen, wir meinen das die nächsten Jahre, wir meinen das im Rahmen von einer großen Steuerreform. Nein, wir hatten viertrunde Projekt 76, 73, die GOV präsentiert am 17. September am Mundhaut, den 22. September gestimmt. Aber genauso schnell, am 4.31.12. können wir einen Text stimmen, den die Abühen, die manifest Abühen, den Detournement vom Gesetz überfissen, können wir so machen, mit der Fee auf den 31.12. von diesem Jahr. Und das nicht zu machen, das wir ganz einfach in Frechheit, per rapport zu all den Leuten, Person Physik und Person Moral, die hier am Land normal Steuern bezahlen. Ich würde hier Herr Giorgetti hören im Radio, wo ein mein Chiffren an Kurs gesagt wird, was das Projekt Kloster angeht, aber wo gesagt wird, ja, wir wissen, wir können auch keine Kästen aufsetzen. Wir werden nicht null Steuern bezahlen auf den Benefiz. Was für ein Kästen soll ich danach können aufsetzen? Will nach Steuern zurückkriegen, ob ein Benefiz den nie besteuert wird. Aber was Chiffren angeht, ich komme nach ein paar drauf zurück, allein das Projekt Kloster. Aber wenn man mal die Konstruktion außer Urst lassen, nehmen wir die Plus-Value auf den Terrain. Das hier das Terrain liegt bei 100.000 Euro. Der Promoteur hat gekauft für 100.000 Euro den Meter Karre, den er baut. Er freut für sein Terrain 42% vom Verkaufspreis. Von an der Moyenne 14.000 Euro den Meter Karre. Und wir schwätzen von 500.000 Meter Karre. Wir schwätzen also von einem Benefiz, nehmen ob Kurt per Terrain einen Benefiz von 2,5 Milliarden Euro. Für Steuern, die also verloren gehen, wenn ein normaler Promoteur eine normale Reserve verkaufen, von 625 Millionen Euro. Als Gesamt-Erbschaftssteuer bringt das am Jahr 120 Millionen. Wenn ich die dritte Chiffren höre, so nicht mal, komm, wir schärfen die Erbschaftssteuer für jeden in der Familie bis an den 6. Grad auf. Dann haben wir etwas Positives gemacht. Solange wir so eine Sauerei, wie die heute möglich sind, soll kein Hai am Haus irgendeine neue Steuer, sie wird CO2, sie wird ein Tax, sie wird Vermögen, sie wird Erbschaft holen. Das ist ganz einfach nicht akzeptabel. Aber wir sind wirklich der Meinung, dass du musst bis Ende dieses Jahres vom Dusch, dass ab nächstem Jahr so in der Bühne nicht mehr möglich ist. Ich soll nicht mehr sein.